Dominik von der Skischule Klungetzer ist da und heute können wir leider das Tutorial nicht von der Piste machen, weil es ist November, es ist der zweite Lockdown gekommen, den wir uns alle natürlich nicht gewünscht haben. Die Skigebiete haben schließen müssen, Stubaier Gletscher, Hinterduxer Gletscher, Pitztal, alles hat zugemacht. Selbst für die meisten Profisportler gibt es keine Möglichkeit mehr zu trainieren. Südtirol hat leider auch geschlossen und damit sind wir leider im Wohnzimmer. Aber wir haben natürlich vorproduziert und können euch damit natürlich über den schweren November hinweg helfen und euch somit vielleicht auch ein bisschen heiß machen, dann auf den Dezember, Jänner, Februar. Da hoffen wir natürlich, dass es dann richtig gut wieder funktionieren wird. Heute befassen wir uns einmal mit der wohl schwierigsten Aufgabe für einen kompletten Skifahrer, die Transition zu schaffen von dem Driften in das geschnittene, gekarfte Skifahren. Viele meiner Gäste fragen mich, wie sie den Weg von dem gedrifteten, gerutschten Schwung in das Carving reinschaffen. Ich glaube, da muss man zuerst einmal verstehen, wo der Unterschied überhaupt liegt. Der Unterschied liegt vor allem darin, dass beim gedrifteten Schwung mehr Drehbewegungen aus den Beinen kommen und dann beim geschnittenen Schwung mehr Kippbewegungen aus den Beinen kommen. Und da muss man mal verstehen, wie die Gelenke funktionieren und was die beim Skifahren so machen. Wir haben die drei Gelenke, die uns die Kurve ermöglichen. Das ist Sprunggelenk, Kniegelenk und Hüfte. Und wenn es das von unten nach oben betrachtet, hat das Sprunggelenk, obwohl es im Skischuh drin ist, eigentlich mit kleinen Bewegungen den größten Impact auf den Ski. Sobald ich da wirklich ganz leicht nach innen kippe, kantet der Ski, also erhöhe ich den Kantwinkel und je weiter ich nach oben komme, Kniegelenk, Hüfte, desto mehr Bewegungsumfang brauche ich, damit ich auch den Kantwinkel am Ski erhöhen kann. Bei der ersten Übung sucht ihr euch ein leicht abschüssiges Gelände, stellt euch quer zum Hang hin, schaut, dass das alpine Fahrverhalten, also die alpine Grundstellung einhaltet. Alle drei Gelenke, Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüfte müssen gebeugt sein. Dann rutscht seitlich ab, stellt den Ski leicht plan und rutscht auf der Seite ab und dann spielt euch ein bisschen mit dem Kantwinkel. Schaut, dass die Sprunggelenke nach innen kippt und dann springt der Ski auf die Kante, beziehungsweise ihr kippt den Ski auf die Kante und dann werdet ihr sehen, ihr werdet wahrscheinlich automatisch stehen bleiben. Und dann einfach wieder flachstellen, aufkanten, flachstellen, aufkanten und da schaut einfach, dass wirklich sauber über dem Außenski drüber steht und den Innenski, da schaut, dass den inneren kleinen Zehen gegen den Skischuh drückt, weil nachher stellt den Innenski auch leicht auf und nachher hat man da immer eine schöne parallele Kantbewegung. Das könnt ihr natürlich relativ schnell hintereinander machen, also wirklich ganz aktive Kantbewegungen aus dem Sprunggelenk. Das könnt ihr ins Fahren einbauen, das könnt ihr aber vor allem eben seitwärts abrutschen, ist eigentlich die beste Variante, um das einmal richtig ins Gefühl zu bekommen. Dann werdet ihr selber einfach auch schon merken, wie das funktioniert, wie bekomme ich den Ski eigentlich auf die Kante. Das Sprunggelenk haben wir jetzt aktiviert. Wir gehen weiter zum Knie. Dann nehmt ihr einfach die Hände, Stecker lasst ihr mal auf der Seite. Ihr nehmt die Hände und bei jedem Schwung bzw. bei jeder Kurve versucht ihr mit den Händen die Knie noch weiter nach innen zu drücken. Natürlich müsst ihr die Sprunggelenke mitnehmen, ja, nicht vergessen. Und das äußere Knie berührt die äußere Hand, das innere Knie berührt die innere Hand und wir versuchen da immer einen gleichmäßigen Druck aufzubauen und wirklich sauber nach innen zu gehen. Und da schaut, dass er wirklich schöne blaue Piste vorfindet, leicht abschüssig, breit soll sie sein, damit ihr wirklich schön lange Kurven fahren könnt und da wirklich das Gefühl bekommt, auf den Kanten zu gleiten. Und da ist es auch sehr wichtig, dass wirklich sauber über den Außenski drüber kommt, richtig viel Druck am Außenski generiert, den Innenski aber nicht vergesst.
Der beste Tipp ist eigentlich, beziehungsweise mir persönlich hilft es am meisten, wenn ich wirklich auf meine kleine Zehe achte beim Innenski, dass ich den ein bisschen gegen den Skischuh drücke. Stellt euch das so vor, das ist die kleine Zehe am Skischuh. Ihr drückt es einfach da ganz leicht dagegen. Dann kantet der Innenski einfach auch ganz leicht auf. Dann schaut es nicht nach einem X-Haxen aus oder nach einem E-Frame, wie viele das kennen. Schaut einfach nicht schön aus und ist technisch nicht sauber. Ihr habt jetzt Sprunggelenk, Knie, Kippen, einfach alles schon ein bisschen ausprobiert. Könnt vielleicht da im steileren Gelände das schon fahren und werdet aber nachher merken, okay, irgendwann einmal ist mit Sprunggelenkskippen und Kniegelenkskippen Schluss. Da kann ich den Kantwinkel nicht mehr erhöhen und je höher die Geschwindigkeiten sein, beziehungsweise je schwieriger das Ganze wird, brauche ich natürlich einen höheren Kantwinkel. Und den kann ich aber nur erhöhen, wenn ich nachher die Hüfte mitnehme. Und die wandert auch zur Kurvenmitte. Die beste, klassischste Übung, die es da gibt, ist einfach mit der Außenhand die Hüfte nach innen drücken, die Innenhand stabilisiert und im Kurvenwechsel nach oben, nach vorne bewege ich mich, Gewichtsverlagerung auf den neuen Außenski und dann wechsle ich auf die andere Seite. Das schult sowohl den Hüftknick, beziehungsweise dass die Hüfte nach innen geht, als auch die immens wichtige Oberkörperausgleichsbewegung, die ich brauche, weil ja alles von der unteren Extremität zur Kurvenmitte geht. Das muss ich irgendwie ausgleichen, weil sonst kriege ich den Druck auf dem Außenski nicht hin und falle einfach um. Also ganz wichtig, da nach innen drücken, Oberkörper nach außen bewegen und nachher werdet ihr merken, der Ski fährt ganz, ganz sauber um die Kurve. Ihr habt das Gefühl gewonnen, den Ski auf der Kante zu fahren und damit haben wir schon die ersten Carving-Schwünge geschaffen. Ich hoffe, die Übungen werden euch nachher im Dezember helfen. Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben nicht vergessen, Abo dalassen vergessen, Glocke anmachen nicht vergessen, weil es kommen noch einige weitere Tutorials im November. Bis dahin, euer Dominik von der Skischule Glungitzer. Ciao. There are stains on your photo, little cracks on your rusty frame, stuck in the mud, but it's okay. Demons never show, shifting shapes in millennia.